that's sort of an interesting question. I think the most difficult thing. Ich glaube, das größte Problem bei einer neuen Erweiterung sind immer die Mechaniken. Natürlich ist es auch herausfordernd, eine neue Karte zu designen. Aber eine neue Mechanik zu integrieren, die Spaß machen soll, die gut funktioniert und thematisch zur Erweiterung passt, das ist deutlich schwieriger. Normalerweise sitzen wir mit Entwicklern, Designern und Programmierern in einem Raum und jeder hat so seine eigenen Ideen davon, was man machen könnte. Sobald wir eine grobe Vorstellung haben, kommen natürlich aber auch immer Bedenken. Wir diskutieren dann so lange, bis wirklich alle im Boot sind und sich jeder mit dem Projekt identifizieren kann. Unser Ziel ist es immer, komplexe Mechaniken ins Spiel zu bringen. Trotzdem muss alles einfach zu verstehen sein, damit man nach wie vor einen guten Einstieg ins Spiel findet. Das heißt, wir planen niemals zu viele Neuerungen auf einmal für eine Erweiterung. Leute, die zum Beispiel 6 Monate kein Hearthstone gespielt haben, sollen sich trotzdem schnell wieder zurechtfinden. Wenn man dann gleich 15 komplexe Änderungen lernen müsste, wäre das ziemlich schwierig. Wir versuchen Hearthstone immer weiterzuentwickeln und mit jeder oder zumindest mit jeder zweiten Erweiterung ein neues Feature einzuführen. Und das ohne den Spieler zu überfordern. So bieten wir trotzdem genügend Neuerungen, dass die Leute neue, unverständliche Karten haben und trotzdem Spaß haben können.